Leute, Carsten hier. Herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge Minecraft Elements. Und heute machen wir wieder die geilste Sache, die es in Minecraft Elements gibt, einen neuen Villager. Ihr seht den Countdown wieder unter mir, ihr seht den Twitch-Menschen wieder unter mir. By the way, falls ihr das nicht wisst, ich streame eigentlich jeden Tag auf Twitch und diese Videos entstehen immer, während wir live sind auf Twitch. Und da gibt es noch sehr viel mehr anderes Zeug. Das heißt, schaut da super gerne vorbei, lasst auf Twitch super, super, super gerne einen Follow da, denn uns fehlen gerade ungefähr nur noch 5000 bis zu den 300.000 auf Twitch. Also auch da kommt hoffentlich bald ein geiles Special dazu. Wir werden sehen, aber heute in 8 Stunden gibt es einen neuen Villager. Deswegen wird wieder gebrainstormt, was wir dieses Mal als Villager haben könnten. Ich habe ein, zwei kleine Ideen. Wir werden ein, zwei Sachen vorbereiten. Und am Ende des Videos werden wir wieder erfahren, wer der Villager wird. Ihr könnt ja jetzt schon gerne mal euren Guest in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was der nächste Villager werden könnte. Aber ich sag mal so, von den Tools fehlen uns noch eine Schaufel und ein Schwert gerade. Das sind die Sachen, die wir noch nicht haben. Ein Element Sword gibt es auch. Das ist im Hub schon ausgestellt. Das heißt, eine Schaufel würde irgendwie Sinn ergeben. Aber vorher gab es so eine kleine Sache, die hier drüben mit diesen Wolken irgendwie entstanden ist. Wo bist du? Komm mal anfangen. Da. Geschichte, Doppelpunkt. Es war einmal ein Waschbär namens Franz. Er war sehr gut in seinem Bereich der Arbeitsverteilung. Falsche Seite. Hallo, falsche Seite, okay. Aber eines Tages wurde er von seinem Rudel verscheucht und irrt seitdem auf dieser Map herum. Würdest du ihn bei dir aufnehmen, adoptieren und für ihn sorgen? Heißt dieser Waschbär vielleicht Marcel? Mann. Das klingt wirklich wie du. Falls nicht, ist es auch nicht stimmt. Dann bist du einfach ein extrem schlechter Mensch. Haha, Doppelpunkt D. Das klingt echt wie du. Dings, also nimm diesen Waschbären an, als wäre es dein Sohn. Waschbär war ein Metapher, by the way, für kaputtes Steinschwert. Ändert aber nichts an der Tatsache. Nimm das Schwert an, wie dein Erstgeborener, wirf es niemals weg. Es war die Geschichte. Hä? Marcel, das ist von dir. Ich schwöre nicht. Marcel, bist du der Waschbär? Also ist das Steinschwert eine Metapher, dass ich dich bei mir aufnehmen soll und für dich sorgen, ja, und dich bekochen? Bitte sorg für mich, Heiko. Nee, das bin wirklich ich. Hä? Oh. Ich habe immer noch keine Ahnung, was es damit auf sich hat, aber wir haben das Schwert. Wir werden das Schwert bei uns behalten und mal gucken, ob wir das irgendwann vielleicht gegen ein Item tauschen können oder so. Ich habe keinen Plan. Und apropos Items, es gibt immer noch 4 Legendary Unique Items, also 4 Items, die nur eine einzige Person haben kann. Eins davon ist wahrscheinlich noch aus der Holz-Collection und dann gibt es noch 3 andere, aber die wurden immer noch nicht gefunden. Vielleicht werden wir es irgendwann nochmal versuchen. Ich habe keine Ahnung. Für jetzt ist mein Call, damit ihr da schon ein bisschen Bescheid wisst, für den neuen Villager. Ich habe die Idee, dass es vielleicht Clay sein könnte. Das ist ein ultra krasser Grind. Es wäre eine sehr krasse Abfolge, so eine sehr krasse Kette, aber es würde mit der Schaufel Sinn ergeben. Und es wäre sehr geil, weil wir dadurch, wir müssten sehr viel Erde herstellen. Wir müssen die Erde mit Wasserflaschen zu Matt machen. Und dann müssen wir das Matt mit Dripstones zu Clay machen und das Clay können wir dann abbauen. Also das ist gerade so ungefähr meine Idee. Das wäre ein sehr krasser Grind, wäre aber auch doof für die Nether-Leute, weil die das basically gar nicht machen können, weil die halt nicht Wasser im Nether haben können. Boah, aber sonst, was es irgendwie noch Cooles geben würde mit einer Schaufel, weiß ich gerade nicht. Wie würde denn so ein Schaufelding heißen? Digging? Digging XP? Mann, ich finde der Clay immer noch krass. Also ich würde Clay saugeil finden. Das wäre ein Ultra-Grind so. Aber es wäre auch sehr, sehr, sehr sick. Lass mal für den Anfang jetzt ein bisschen Dripstone machen. Wir haben ja Dripstone und wir können den vermehren. Lass das schon mal aufbauen einfach. Ja, unser Dripstone wurde gestern von Fabo geklaut. W, dann wird der jetzt gemoscht. Ja, wenn uns was geklaut wird, dann klauen wir das einfach von Hugo. Der ist eben Bastard, dann kriegt nichts mit. Jawohl. Juhu. Ich habe mir noch gedacht... Guck mal, wir hatten bis jetzt... Es gab noch nichts, wo die Nether-Leute einen krassen Vorteil hatten, oder? Ja, weil es ja auch die harte Dimension sind, dann immer einen Nachteil haben eigentlich. Sowas gedacht, glaube ich. Ja, aber wäre es nicht trotzdem fair, wenn die einmal was haben, wo sie einen Vorteil draus haben? Also was könnte es sein? Nether-Warzen? Aber das wäre wieder Farming. Das wäre nichts mit Dingen. Soul Sand. Wither töten. Boah, no jokes. So eine Collection wäre heavy, oder? Wo du so einen Boss ganz oft töten musst, was wie ein Wither? Ja, dann wird der ganze Schau versuchen, mich zu töten anscheinend. Nee, aber ja. Aber die können nur Wither-Skulls bekommen, das ist dann auch Quatsch. Das wäre dann wieder so, einer bottelt dann wieder, das wäre so nervig. Ja, aber ja automatisch. Also da müssen wir nichts farmen, ja. Da müssen wir nur Level farmen und kaufen oder so. Warte, ich sehe es hier im Intro. Nee, der Zerberster war am Anfang Goldschwert, das wurde gewechselt. Echt? What the freak? Ja. Und was war das Ding? Das war Netherite Sword. War das Netherite? Also man sieht es ganz leicht. Der Zerberster war ein Goldschwert und das Element Sword war ein Netherite Sword. Oh ja, ich sehe es. Bro, dann könnte das wirklich sein, dass Element Sword ein Rare Drop von einem Piglin ist. Wie viel hast du davon? Du hast eh insane viel gefarmt, oder? Ich habe Zombie Piglin 19.000. Boah.
Aber hast du auch immer den Loot aufgesammelt von denen alles, oder? Ja, ich mache ja immer das mit dem Insta-Smelten von den Goldschwertern, damit wir Goldnuggets kriegen. Ja, aber dann kann es ja gut sein, dass du den Rare Drop irgendwann mal durchgeschmolzen hast. Ja, aber dann hätte ich ja das, weil das war ja dann in meinem Inf. Ach so, okay, ich check. Ich gehe mal in mein Inf und dann packe ich die Dinger hier rein. Aber es könnte ja trotzdem sein, ne? Ich fahre heute den ganzen Tag Goldschwert. No joke, würde ich machen. Ja, ich mach das ehrlich heute. Ich meine, warum sollte das sonst gewechselt worden sein? Vielleicht hat er auch einen Fehler gemacht einfach ganz am Anfang, aber... Oder jeden zweiten Tag, ich habe meine Goldfarm um, ich krieg einen Goldschmied haben. Kollaps. Könntest du das so andere Sachen sein? Digga, 200 Goldschwerter craften so? Could be. Also ich habe noch gar nichts in einem Goldschwert probiert. Ich glaube, ich würde jetzt gerade ein bisschen rumprobieren. Weil das ist schon... Oder er hat es einfach von Anfang an falsch gemacht. Und da hat er irgendwie die Schwerter vertauscht, aber... Kann ja doch sein, dass es jetzt erst im Nachhinein geedit hat, weil seitdem habe ich, glaube ich, kaum mehr getötet. Ja, oder dass es halt einfach ein Hint ist, weil wir zu lange gebraucht haben oder so. Ich den ganzen Tag. Imagine. Es ist so, ich hab's. Bagek. War schon wieder ich hab, Digga, du wärst ja nicht gewissen, ich hab so schnell zu meinem zweiten Bildschirm geflickt mit den Augen. Der ist Dripstone! Sorry? Boom. Aber hier können ja nicht wachsen, das ist ja dumm. Nee, wir müssen jetzt nochmal auf einen warten und dann können wir weitermachen. Nee, auf zwei. Geil. Warum? Weil wir... Können die aus den Steinen auch rauswachsen, ohne dass was unten dran hängt? Du hast ja das Drachenei, oder? Ja. Ich möchte dir eine besonders tolle Funktion dieses Eis vorstellen. Okay, brauchst du das dafür? Genau, ich bräuchte das dafür. Hier? Okay, gut. ich habe festgestellt, dass wenn man diesen hier macht... Das ist nichts mehr. Nein! Okay, das war's. Wir sehen uns. Perfekt. Danke. Dann kommt das in meine Enderkiste wieder. Oh, warum kommt das in deiner Enderkiste wieder? Jetzt guck doch mal, was da drin war. Warte, wie, wo? Fällt dir was auf, das Ei? Bei dem Ei? Oh, das ist das Legendary. Genau, ich möchte auch nicht, dass ihr Clickbait betreibt. ich habe sogar nur in der Farbe Epic geschrieben. Okay. Da stand Epic Item, aber in der Farbe. Geil, aber jetzt ist es Legendary. Richtig. Ja, dankeschön. Ja, willst du mir einen Tipp geben, wie man auf Lock bekommt? Ja, das fragen sich alle schon, aber also der Tipp, den ich eigentlich schon gegeben hatte, war, da kann man auch durch Zufall drüber stolpern. Das heißt, man muss nicht aktiv danach suchen. Und da gibt es jetzt nicht so viele Optionen, also... Okay. Wenn ihr jetzt 100.000 Blöcke auf einen Block rennen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Aber dann drüber stolpern! Das hat begrenzte Auswirkungen. Ja, also es gibt ein paar Sachen, wie zum Beispiel, also habe ich auch gesagt, die Melonengolem-Schale und das Honiggolem-Elixier, da muss man schon ein bisschen probieren so, da kommt man vielleicht nicht drauf, aber bei dem auf Lock, da kann man auch per Zufall drauf kommen, auch wenn man nicht danach sucht. Also bei dieses Allium-GRG war ja auch mehr oder weniger so durch Zufall, sage ich jetzt mal, ne? Ja. Und da hat Space halt nicht aktiv danach gesucht, man kriegt's, aber das auf Lock würde man auch durch nicht aktiv danach suchen kriegen. Oh man, okay. Das ist sogar einfacher zu kriegen als manch anderes, was schon gefunden wurde. Also es ist halt... Spark meinte, der nächste Villager hat was mit dem Logo zu tun, mit der Farbe davon. Das heißt, am sinnvollsten wäre theoretisch, natürlich, völlig klar, ein End-Villager, mit dem wir vielleicht sogar eine neue Dimension freischalten. Und Spark meinte danach, wir brauchen sehr viel Platz beim nächsten Villager. Das würde für Chorusfrüchte sprechen. Die hatten wir aber schon letztes Jahr. Würde ich aber gar nicht schlimm finden. Aber jetzt, hear me out, End-Villager, bei dem wir... Enderperlen oder Chorusfrüchte traden müssen. Chorusfrüchte brauchen sehr viel Platz. Man kann sie nur über die Flower wieder anbauen und die kriegt man durch einen Bogen. Was ist, wenn es als Rare Drop den Runan's Bow gibt? Der schießt nämlich 3 Pfeile, piu, 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 wie eine Armbrust. Und dann könnten wir leichter die Blumen damit farmen. Und das wäre geil, um schneller die Sachen wieder neu anzubauen. Maybe guess. 2 Stunden haben wir noch. Es ist noch eine Minute bis zum neuen Villager. 1 minute remaining. Es ist wieder soweit. Es ist legit der größte Hype, den es normalerweise gibt in Elements. Dieser Villager, ich glaube, no joke, er wird, das ist genau die Mitte davon, ich glaube, er wird die größte Sache verändern bis jetzt. Alles andere davor unter einer Minute. Let's go. Genau, wie Bücher. Imagine, jetzt haben die Leute nicht die Karotten ready. Sorry. Also ich hab 10.000 allein rumliegen. Ich habe halt so 6.000, 7.000 abgegeben. Boah, das Spar kriegt mir nicht aus. Williger. Alter, Gummo. Warum kreist du mich an, Cast? Ich wollte dich auskritten. Okay. Nicht, dass ich meine XP verliere. Ach, nicht so schlimm. Redstone. Ey! Das kann nicht wahr sein, meine Level. Du hattest nicht mal 1000. Wenn du was verloren hättest, wäre schnell zu Meine 40 Level.
Das hat noch niemand erraten. Noch niemand. Noch niemand hat ansatzweise, habe ich irgendwo gehört, dass er richtig liegt. Womit? Okay. Okay. Niemand? Keine Theorie. Ich habe von keinem noch eine Theorie gehört. Richtig. Ich sag Weins. Hä, womit denn? Schalke mit dem Villager? Mit der nächsten Collection, ja. Axolotl. Du musst also jetzt den ganzen Tag von morgens bis abends Axolotl abschlachten. Da sehe ich selber. Jawohl. Das Space, kommt gut an. Sehr gut. Spark, es sind Tür. Ich bin dabei. Hebt die Schere. Also mit dem mittleren Villager wird jetzt alles außerhalb der Collections vom Content so vollumfänglich verfügbar sein. Oh oh. Also es geht ja nicht nur ein neuer Villager, der kommt, sondern ich habe das ja in Stages eingeteilt, wo sie auch noch andere neue Dinge mal freischalten. Und ich glaube, dass es ab jetzt ist dann vollumfänglich. Dann Dimension. Kommt das End. Oh, wir müssen Lootboxen endlich abgeben. Ja, yes. Lootboxen. So, haben wir denn noch Karten? Ja. Also, wenn es jetzt ansonsten nichts Dringendes mehr gibt, dann würde ich sagen, hauen wir rein. I guess. Do it. Wer gibt die letzte nach? Wer macht's? Merle macht's. Okay, Kakao wächst viermal so schnell wie Karotten. Ja! Oh mein Gott! Haha, okay. Im Nether gibt's mir jetzt mehr Kakao. Im Nether gibt's dann so einmal am Tag. Halb so langsam wie Karotten. Compressed Schokoladenstück. Oh, das ist das Element Sword! Ja, Mann. Und guck mal genau, was da steht bei dem Schwert. Mobs können Shards droppen. Oh mein Gott, Joe! Mobs können Element Shards fallen lassen, ankommen. Was? What the hell? Ja, wie geil. Bro, es wird so Kakao gefahren, Freunde. Ist doch irgendwas hier in der Lobby passiert? Oh mein Gott. Es wird so. Ich wollte gerade sagen, wir können Kakao automatisieren, aber ich denke, Kakao gefahren. Nein, Kakao muss nicht. Nee, die droppen vom Dschungelbaum. Vom Reisenhändler, oder? Oh, nee, die droppen aus Jungle Leaves. Nicht vom Dschungelbaum. Doch, die droppen aus Jungle Leaves. Doch, echt? Kakaobohnen? Ja, das ist nicht normal. Ich bin ein kranker Typ. Merle, ich baue den Baum ab. Nein! Sorry, der Baum ist weg, Merle. Keine Widerstand. Abgelehnt, das ist meiner! Weg damit! Spark hat uns leider hochgenommen. Der Kakao. Freunde, es wird so Kakao gefarmt. Und was für eine Sachen auf sich hat, das sehen wir morgen. Deswegen brauchen wir viel Platz. Das heißt, wir können jetzt überall Bäume anbauen. Ja.